Hallöchen und willkommen zurück hier in Windenburg in unserer Mystical Legacy Challenge, unserer Ostergeneration mit Noelia und Iva und unseren drei Geisterkindern. Liebe Leute, momentan hatte ich das Gefühl, ist irgendwie nicht so ein Fortschritt drin, aber ich versuche mich dann selber auch immer so ein bisschen mir sozusagen, Sarah, du spielst es nicht nur der Effizienz des Effizienzwillens, ja, sondern wir wollen ja auch die einzelnen Generationen vielleicht ein bisschen genießen. Und wir werden uns jetzt Stück für Stück auch ein bisschen mehr natürlich auf Angela als unsere nächste Generation, die Geistergeneration, konzentrieren, das auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem ganz gerne, dass es nicht mehr so, also für mich selbst gefühlt auch so hektisch wird. Wisst ihr, was ich meine? Mein Kanal soll halt eigentlich ganz generell immer dafür da sein, dass ihr hier reinschaltet und ihr könnt auch ein bisschen einfach zugucken und abschalten und wir schauen, wohin uns das Spiel führt. Und in diesem Sinne hüpfen wir direkt rein. Hier ist jetzt gerade unsere gute Iva. Die ist als erste wach, zusammen mit Sebastian. Es ist Winterfest heute, liebe Leute. Ja, das heißt, jetzt lassen wir Iva erstmal gerade, weil die am fittesten ist immer, weil dieser Sim ist halt vollkommen OP, ja. Lassen wir erstmal gerade hier alles schön sauber machen. Danach kann sie Cupid einmal putzen und ihn füttern und ihn scheren und ihm und einen Lammrad erhalten. So, Sebastian ist, wie gesagt, auch fit, der braucht aber irgendwas. Ach, Selina ist auch schon wach, ne? Ist doch schön. Also das heißt, das Ziel wirklich nur für diese Folge ist einfach, das Winterfest zu feiern, ja? Und ich glaube, dass halt solche Dinge auch reichen und ich werde auch, das hatte nämlich letztens jemand von euch in die Kommentare geschrieben, sie hat es als Kritikpunkt verfasst. Ich persönlich bin ja der Meinung, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Vielleicht fiel dir auch kein anderes Wort ein, aber ich spiele trotzdem immer noch so, wie ich das für richtig halte. Aber manche Dinge nehme ich ja auch dankend an, ne? Es ist ja nicht so, dass ich hier komplett beratungsresistent wäre, aber trotzdem ist es ja auch mein Let's Play und ich spiele das so, wie ich das spielen möchte. Aber sie hatte zu Recht gesagt, hey, du kannst auch mal ein bisschen weniger mit Vorspulen spielen. Also weniger halt die Vorspultaste betätigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen die Hektik rausnehmen wird. Vor allem, wenn dann halt, wenn es allen so schlecht geht und ich quasi fast nur eine Folge damit beschäftigt bin, irgendwie allen gute Laune zu machen, hat das ja jetzt auch keinen so immens großen Mehrwert. So, können wir die hier irgendwo? Ach, schön. So, haben wir die mal dahin gehangen? Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Hier hätten wir doch eigentlich voll genug Platz, um einen riesigen Esstisch hinzustellen. Passt mal auf. Jetzt ist es hier zwar dunkel, aber ist uns ja egal. Ich packe einfach, okay, wisst ihr was? Wir nehmen einfach hiervon nochmal einen zweiten Tisch und packen den da dran. Müsste doch gehen. Aber Sekunde, dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen wieder da hinschieben. So, dann müssen wir das noch ein bisschen da hinschieben. Dann muss das eventuell weg. Kann man da irgendwas stehen? Ist da irgendwas? Nee, ach, da ist eine Tür. Ha, da ist eine Tür. Brauchen wir diese Kommode überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich stelle sie einfach mal da hin. Für den Fall der Fälle, dass wir sie noch brauchen. Okay, pass mal auf. Dann stellen wir jetzt hier noch Stühle dran. Subi. Weil dann können die nämlich zum Winterfest einfach hier sitzen. Also in der Hoffnung, dass sie dann hier sitzen. So. Gucke mal, wie schön. Müsste doch klappen, oder? Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Platz für alle Mann. Sogar noch für Dasher und Veronica. Die werden wir natürlich heute auch einladen. Und da würde ich sagen, ist heute tatsächlich der Fokus, dass wir uns einfach um... Oh Gott, er macht die Hausaufgaben. Schätzchen, du bist ja ein Guter. Du bist ja ein guter Mensch. So, du müsstest mal auf Toilette gehen und danach bräuchtest du sozial, aber ist auch kein Problem. Hat der keine Hausaufgaben mehr? Liegen irgendwo Hausaufgaben? Ah, ne, er macht schon Hausaufgaben. Ist okay. Kommando zurück. Alles gut, alles gut. So, und Sebastian ist wach. Wo ist... Ach, er macht auch Hausaufgaben? Ihr seid ja gute Kids, ne? Wisst ihr? Ihr seid echt gute Kids. Auf jeden Fall gut. Es ist ja trotzdem aber Feiertag. Das heißt, wir lassen die mal machen, wie sie Bock haben. Also müssen jetzt nicht alle unbedingt heute hier die Hausaufgaben machen. Genau, das heißt, wir kümmern uns heute ganz gemütlich ums Winterfest. Aber dann könnte ja vielleicht Sebastian... Ui, es stinkt zum Himmel. Sich um die Hühnchen kümmern. Guck mal hier. Ah ja, das habe ich schon geklickt. Ist egal. Doppelt hält besser, gell? So. Super. Haben die alle schon Namen? Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge Namen gegeben, gell?
Die heißen jetzt zwar teilweise gleich, aber ist auch egal, wisst ihr? Ist auch egal. So, Flower Bunny. Wer ist das? Vielleicht muss ich irgendwann wie du werden. Meinst du nicht auch, wir könnten als Zwillinge durchgehen? Ja, ganz knapp. Ganz knapp. Aber ich sag mal nein, ne? So, dann ermutige das hier mal zum Wachsen. Und geh mal alles verkaufen. Supi. Haben wir noch eine Riesenfeldfrucht? Ja, hier. Die ebenfalls zum Wachsen ermutigen. Hast du dann sonst noch was zum Pflanzen? Das ist Dünger. Hat Santa noch was zum Pflanzen? Santa muss auf jeden Fall ausschlafen. Man weiß ja nie, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay, können wir das hier noch in den Kühlschrank, please? Haben wir schon Brombeeren? Ich weiß nicht. Manchmal weiß ich nicht, was wir eventuell schon haben. Aber gucke mal hier. Da könnte man ja vielleicht noch ein paar von dieser Sache einpflanzen, gell? Wir könnten den Garten auch noch wieder erweitern. Aber ich weiß nicht, ob mir das nicht eventuell too much wird. Aber egal. Pass mal auf. Wir gucken mal hier. Dann pflanzen wir hier nochmal von jeder Blume eine sozusagen und den Rest verkaufen wir. Weil wir müssen es halt auch nicht komplett übertreiben und ich glaube, je nachdem haben wir diese Pflanzen auch alle schon. Aber das ist nicht so schlimm, ne? So, das geht alles weg. Und tschüss. Die Eier tun wir gleich auf jeden Fall noch in den Kühlschrank. Es ist zu kalt. Ist egal. Dann lassen wir die aber trotzdem da liegen. Ich glaube, das müsste ja noch gehen, auf jeden Fall. So, Selina, du Gude. Wie geht es dir? Die geht es an für sich. Sie geht es dir sehr gut. Nee. Nee. Nee, die ist mit den Eiern, ne, Leute? Das mit den Eiern ist so eine Sache. Es ist so eine Sache. Und du bist verdorben, ne? Ah, nee, ist ein Brutei. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Guck mal hier. Ah, Sebastian, hast du das alles gemacht? Wieso stinken die Hühner noch so? Muss ich die einzeln waschen jetzt? Bitte nicht. Über Federpflege sprechen. Also, liegt vielleicht auch daran, dass ihr in einem stinkigen Stall wohnt, aber... hat ihre Hausaufgaben beendet. Ihr seid gute Kids. Wisst ihr das? Gute Kids seid ihr. So, Selina Schätzeken, wie wäre es, wenn du erstmal ein festliches Frühstück machst? Beliebiges Obst ist im Kühlschrank, hauen sie rein. Fangen wir damit schon mal an. Und Santa macht uns dann später auch auf jeden Fall unser Festmahl. Und dann stelle ich das drüben hin. Und dann wird es schön drüben geschnubbelt. Oh, er geht trainieren. Hör mal, ist in Ordnung. Gehen Sie trainieren, Dasher. Dasher, ihr kommt später her. Es ist Weihnachten, ihr kommt später hier hin. Also bitte keinen Stress jetzt, ne? Bitte nicht schon wieder 5-mal anrufen, Dasher, okay? So, ist Noelia schon wach? Noelia ist ebenfalls schon wach. Guck mal hier, das kannst du mal verkaufen und das kannst du mal verkaufen. Und hattest du das? Nee, hat sie nicht angefangen. Was haben wir denn hier für schöne Bilder? Was habe ich denn da für Bilder? Lass mal gucken. Was haben wir denn da Feines? Ich weiß es ja nicht. Was haben wir denn da? Was haben wir da fotografiert? Kannst du das danach mal... ansehen kommen, damit ich sehe, was hier los ist. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn da fotografiert? Ah, ich weiß! Das ist von ihrem ersten Job gewesen. Ja, okay, nee, die müssen wir nicht da aufhängen. Das war jetzt nicht so der große Wurf, Noelia. Ne? Wenn du später bessere Aufträge gemacht hast, dann ja. Dann, ne? Dann gucken wir da nochmal. Und hier ist schon wieder ein Verdorbenes dabei, gell? Du bist normal. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später Ninja werden soll? Überlege jetzt schon mal, wie man sich verbirgt, ja? Besorge dir ein Ninja-Outfit oder finde einen Ninja, der dich ausbildet. Verantwortung, Empathie, emotionale Kontrolle. Emotionale Kontrolle ist immer eine gute Sache. So, da ist alles normal. Da ist ein Verdorbenes. Sarah Scott. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Ja, macht ein Baby. Macht ein Baby. Ist in Ordnung. So. Und das ist ein Brutei, was aber auch verdorben ist. Alright. Das hat nicht geklappt. Jetzt aber. Was haben wir hier? Mega Vitaldünger. Okay, gut. Okay. Nun ja, ich glaube... Ja, vielen Dank für deinen Rat. Wir werden ein Baby bekommen. Schön. Süß.
Perfekt. Sie macht Frühstück. Santa ist gefährlich müde. Santa, das war keine gute Idee mit dem Sport. Vergiss es. Legen Sie sich bitte ins Schaumbad und entspannen Sie sich. Du stirbst mir jetzt hier nicht am Weihnachten weg, okay? Ich muss mal gerade hier reingehen. Mich stressen immer, wenn da rote Zahlen sind. Kennt ihr dieses Phänomen? Das habe ich auch auf dem Handy. Wenn irgendwo rote Zahlen dran sind, das macht mich emotional. Das gibt mir Anxiety. Okay, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine große Tafel. Selina hat jetzt gleich das festliche Frühstück fertig. Dann kann sie nämlich hier schon mal alle zum Essen rufen und kann hier schon mal sagen, zum Festmahl rufen. Das machen wir aber später einfach dann nochmal, ne? Ist ja egal. Sehr schön. Super. Kommen Sie bitte alle essen. Dankeschön. Das ist halt hoffentlich auch vegetarisch, oder? Ist es vegetarisch? Ich hoffe, es ist vegetarisch. Hat seine zusätzlichen Aufgaben. Sag mal, Kids, was ist denn bei euch los? So. Also, ich war jetzt dann noch übrigens auch noch mal in meiner Liste. Jetzt müssen wir mal hier Tacheles reden. Ich war nämlich dann noch mal in meiner Liste und habe noch mal geguckt, wie das jetzt hier weitergeht mit den Generationen. Dass wir Geisterkinder aus dem Wunschbrunnen bekommen haben, hat natürlich meinen Plan so ein bisschen durcheinander geworfen. Eigentlich war meine Idee, mit dem Kind der Ostergeneration, also mit dem Kind, was bei Noelia und Iva herausgekommen wäre, mit Patchy weiterzuspielen. Mit der Vogelscheuche. Hier. Deswegen steht die ja auch schon hier, ne? Bereit. Patchy is ready for the next generation. Da wir jetzt aber ja Geister haben und mit Angela spielen, bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob wir Gidri holen und mit Angela und Gidri versuchen, eine nächste Generation zu gründen. Und dieses Kind würde dann als nächstes, jetzt lass mich nochmal gerade meine Liste gucken. Und dieses Kind würde dann als nächstes eigentlich mit dem traurigen Clown eine Generation gründen. Oder aber mit Servo, mit dem Roboter. Jetzt dürft ihr entscheiden, ob wir das mit Gidri machen wollen oder ob wir das mit Servo dann machen wollen. Also oder mit Angela und dem tragischen Clown. Das ginge auch. Also okay, pass auf. Ich hoffe, dass mir noch irgendjemand folgen kann. Wir haben zwei Optionen. Entweder Angela kommt mit Gidri zusammen und sie machen nochmal ein Geisterbaby. Oder Angela kommt mit dem traurigen Clown zusammen, was auch, glaube ich, 50-50-mäßig eine Frau sein könnte. Und macht dann als nächste Generation dann mit Servo, mit dem Roboter. An der Uni. Das heißt, mit dem Kind würden wir dann studieren gehen. Also das wäre jetzt so der grobe Plan. Ihr könnt ja mal dazu euer Feedback ganz gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da echt so ein bisschen leidenschaftslos und ich müsste tatsächlich auch erstmal recherchieren, ob... Oh, Noelia ist am Backen. Haferflockenkekse. Girl, das ist toll. Schön. Schön, 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 schön. Das ist eine tolle Sache. Genau, also ich bin da so ein bisschen wirklich am Überlegen und weiß noch nicht so richtig. Ich musste auch mal recherchieren, ob überhaupt Gidri und ein anderer Geist, ob die überhaupt ein Kind bekommen könnten. Das weiß ich persönlich gerade gar nicht. Noelia scheint sich gut zu amüsieren. Soll die Präferenz Mark Backen erhalten? Ja, gerne doch, Girl. Gerne doch. Hey, wir könnten ja mit dir auch ein Back-Business starten, gell? Machst du das jetzt aber noch fertig vielleicht? Das wäre schon super. Also wenn du schon angefangen hast, dann mach's auch fertig, ne? Genau, also das waren so die Möglichkeiten und die Gedankengänge, als ich jetzt heute Morgen mal in meine Liste reingeguckt. Sie hat schon Level 3, wow. Hast du die jetzt einfach weggepackt oder was? Oder sind die da noch drin? Ich glaube, sie hat die weggepackt, oder? Lass mal gerade in den Kühlschrank gucken. Lassen Sie uns mal gucken. Da sind sie. Haferflockenkekse. Und direkt in den Kühlschrank gestellt. Mensch, Girl. Großartig, okay. So. Also, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ganz wichtig. Geh du mal bitte zu deiner dir Angetrauten. Genau, also da, noch, um das Thema noch ganz, ganz final abzuschließen. Das sind auf jeden Fall die Pläne, die wir haben, was wir machen können. Warte mal, was verstand da? Bitten ins Krankenhaus zu gehen? Bitten Krankenhaus zu besuchen. Hat Iva irgendwas? Ach so, sie hat eine Erkältung.
ansteckend wegen Erkältung. Ja, ist halt wie es ist, ne? Haben wir noch irgendwo Medizin? Bestimmt nicht, ja. Hat noch irgendjemand Medizin? Oh, in der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Yo, yo, yo. Frag einfach andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Nein, es hat natürlich niemand mehr Medizin, ist klar. Ist so klar, ist so klar. Also ich wollte Weihnachtsstimmung verbreiten. Das ist alles nicht so einfach, Leute. Das ist alles nicht so einfach hier. Bei so vielen Sims in einem Haushalt kriegst du halt auch mal schnell eine Vollkrise. Auf jeden Fall wären das so unsere Optionen, wie wir weitermachen können. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, aber ich bin da halt auch... Wir können halt gucken, wo es uns halt auch so ein bisschen hinführt, ne? Hast du irgendwas, was du verschenken kannst? Ja, gib mir mal den Meister Blaupelz. Mach mal Geschenke hier. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und redet einfach mal. Und du kannst dann auch einfach mal mit ihr schnacken, dass ihr alle hier schön Judith Weihnachtsfest bekommt. Aufregung teilen, genau. Daniel hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Lass gucken. Oh, wie süß. Das ist ja voll süß. Das behalten wir. Das kommt ins Zimmer der Jungs. Dahin. Hast du fein gemacht. Schön. Okay. Santa, Santa, Santa. Dann gehen Sie mal bitte in die andere, kaum benutzte Küche. Und dann machen wir hier mal ein schönes Tofu-Truthahn-Fest mal. Sehr schön. Super. Unsere gute Selina kann dann mal duschen gehen und die Blase leeren. Noelia geht es absolut hervorragend. Den Kids hier geht es soweit auch gut. Oh, ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Daniel Kerchert draußen, unsere Terrasse. Es ist gerade etwas laut, aber ich glaube, das Mikrofon müsste es eigentlich schlucken. Ja, und dann laden wir Dasha und Veronica ein und machen hier schön ein Winterfest, gell? Ich muss mal gucken, was haben die denn alle? Okay, die lieben das mit den Geschenken. Okay, okay, okay. Das da ist kein Baum, wo wir... Nee, ist kein Baum. Dann brauchen wir noch den passenden Baum. Den stellen wir auch hier drüben hin, damit wir alle Mann hier drüben feiern. Toi, toi, toi. Ich glaube da ja noch nicht so dran, aber wir gucken mal, ne? So, ich suche es jedes Mal aufs Neue. Müsste ja irgendwo bei Deko oder so ein Schnickschnack sein, ne? Ach, ich kann es ja auch suchen. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Das reicht bestimmt. Das reicht bestimmt und im Sitter reicht, habe ich doch gesagt. Wir brauchen den wir selber noch schmücken können. Yo. Den da möchte ich. Und wir stellen den... Ich hoffe, dass wir da noch irgendwie durchkommen. Bibi, move up. Jacks on, ne? Könnte, glaube ich, knapp werden. Aber wisst ihr was? Wir stellen den da hin. Und stellen die hier einfach mal gerade so lange ins Schlafzimmer. Yo. Sehr schön. Das da müsste gehen. Ja, da müssten sie überall drumherum eigentlich dran vorbeikommen. Perfekt. So, wenn jetzt hier der Großteil der Family gleich geduscht hat. Toilette habe ich dir schon gesagt, machst du nochmal bitte. Santa ist da noch fleißig am Kochen. Sehr gut. Danach kann er auch einmal auf Toilette gehen. Aber es geht an für sich allen ziemlich gut. So, du bräuchtest auch mal Blase und Dusche. Machen sie bitte. Sehr gut. Dann sind die auf jeden Fall topfit. Und ja, können wir Weihnachten starten. Mensch, Träumchen. Soll ich ein... Nee, ich starte einfach nur die Familiengruppe. Ich starte einfach nur die Familiengruppe. Versammlung starten. Super. Perfekt. Wenn nämlich Daniel jetzt hier gleich fertig ist, dann ist es auf jeden Fall hervorragend. Dann haben wir unser... Festmahl und können einfach schön mit der Family... Ach, jetzt geht er rüber. Wieso hast du denn da hinten nicht die Dingens benutzt? Das ist egal, der sieht großartig aus, Santa. Du machst es großartig. Lass dir nichts anderes einreden. So, ich stehe schon wieder auf der Vorspultaste, Leute. So, ach so, perfekt. Das hat sie jetzt gemacht.
Oh, ist fertig. Ist fertig, ist fertig, ist fertig, ist fertig. Sehr schön. Der kommt dahin. Und dann, liebe Leute, also Santa, walte deines Amtes und du rufst jetzt hier bitte nochmal alle zum Festmahl. Kommen Sie bitte alle her. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ah, guck dir mal an. Schön. Alle sind sie da. Setzt euch, nehmt Platz. Veronica, wieso bist du nackig? Wieso bist du nackig? Ich krieg die Krise. Dresser. Outfit wechseln. Haben wir denn da noch ein schönes... Ach, stimmt, das war mir letztens aufgefallen. Irgendwie ist bei ihr bei den Outfits alles dezent durcheinander geraten. Dann zieh halt das an, Schätzchen. Ist nicht so schlimm. Ziehen sie halt das. So, die Kids kommen ebenfalls. Sehr gut. Oh, schön. Rufst du bitte nochmal. Sei dankbar, es ist für dich gedacht. Das war wieder diese Geschenke-Geschichte. Ja, er kommt jetzt auch zum Essen. Auch zum Essen. Perfekt. Perfekt. Kommen Sie bitte hier. Kommen Sie bitte hier. Sehr schön. Ich kann es nicht glauben. Guckt euch das bitte an. Es sitzen tatsächlich fast alle am Tisch. Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. I can't believe it. I can't. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich brauche Fotos davon. Und da kommt schon der Weihnachtsmann und wir haben noch nicht mal den Baum geschmückt. Wir haben noch nicht mal den Baum geschmückt. Okay. Passen Sie auf. Du möchtest auf jeden Fall Geschenke. Du möchtest auch auf jeden Fall Geschenke. Du möchtest auch Geschenke. Und du bestimmt auch. Natürlich, alle Kinder wollen Geschenke. Anders hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Okay, Selina, Schätzeken, mach du mal Baumbeleuchten mit. Noelia, Dasha, Veronica und Daniel. Weil die Kids sollen sich jetzt mal um den Weihnachtsmann kümmern, damit die ihre Geschenke bekommen. So. Nach Geschenkfragen. Manchmal geht das direkt und manchmal habe ich das Gefühl, geht es nicht direkt. Ah, da war's. Ich hab's gesehen. Da war's, da war's, da war's, da war's. Jetzt müsste so einen Zurückbutton geben. Nach Geschenkfragen. Nach Geschenkfragen. Und der letzte. Nach Geschenkfragen. Schön. Habt ihr jetzt den Baum beleuchtet? Ich sehe da irgendwie nichts. Mach mal Schmuck, Rot und Gold. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hatte Geschenk bekommen. Jetzt lass mal gerade gucken. So, er hat schon ein Geschenk bekommen. Sie noch nicht. Aber hat sie noch drin in ihrer Dingens. Sehr schön. Wieso ist da... Wieso passiert da nichts? Macht ihr da jetzt mal Deko dran? Und noch einen Geschenkeberg unter den Baum legen. Schön. Zusammen singen. Jetzt müssen wir auch noch alle zusammen singen. Hier, alle Mann. Also das ist das erste Winterfest, was ich erlebe, was tatsächlich richtig nice ist, Leute. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben? Ich glaub es nicht. Guckt euch das bitte an. Guckt euch das bitte an. Ich hänge in der Deko. Wie schön! Oh mein Gott, ist das schön gewesen. So, haben jetzt alle Kids ein Geschenk bekommen? Ja. Lichter bewundern. Was hast denn du da noch? Geschenke öffnen. Aber wir hatten doch Geschenke drunter gelegt, ne? Geschenke öffnen. Irgendwie... Keine Ahnung, okay. Er hätte auch gerne Geschenke öffnen. Zusammen Lichter bewundern. Kommt nochmal alle her. Da
halt irgendwie interessant, weil ich nicht so richtig weiß. Ach so, ist Santa jetzt wieder weg? Also unser neuer Santa. Ja, der scheint wieder weg zu sein. Noelia geht auch schon ins Bett. 23 Uhr. Ja gut, okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Iva, du Gude, du bist am fittesten. Könntest du aufräumen? Auf jeden Fall hat das echt absolut hervorragend funktioniert. Es haben tatsächlich alle es hingekriegt. Also bei den Erwachsenen war es jetzt eher so, ja, okay. Also er ist auf jeden Fall schon happy mit Weihnachten, glaube ich. Aber sie ist halt noch nicht so glücklich, aber ist halt auch nicht so schlimm. Ne? Wir kriegen es halt auch nicht immer hin. Ich bin froh, dass wir es für die Kids hinbekommen haben. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Also okay, sie glaubt einfach, sie ist nicht klug genug. Arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Verantwortung, Konfliktlösung, Empathie. Verantwortung. Jo, jo, jo. Iva räumt schön auf, hervorragend. So. Selina geht's an für sich aber auch super gut. Du kannst ja mal mit deinem Schatz nochmal von Herzen ein Kompliment machen. Kannst du ihm irgendwas schenken? Irgendwas Cooles? Ein Mega-Vital-Dünger. Oh, das waren auch alles Wünsche von ihr. Was wünscht sie sich denn noch? Daniel kennenlernen. Ich glaube, eigentlich kennt ihr euch schon gut, ne? Von der Natur schwer. Ah, da war kennenlernen sogar. Da war sogar kennenlernen. Da war sogar kennenlernen. Dann sing noch mal übers Winterfest. Sind Dasher und Dings... Ja, die müssten eigentlich noch da sein, ne? Ich guck gleich mal. Haben wir noch irgendwo kennenlernen? Kennenlernen. Santa, was brauchst du noch? Du machst auch noch ein bisschen Stimmung, vielleicht mit deiner Frau. Guck mal, kannst du ihr auch was schenken? Strickkorb. Eine handgezogene Kerze. Schenk deiner Frau doch bitte eine handgezogene Kerze. Träumchen. So, dem Flower Bunny, ja, dir geht's schlecht, weil du krank bist. Ja, okay. Da kümmern wir uns irgendwie am nächsten Tag drum. Okay? Das schaffst du noch. So, Veronica schleicht hier noch rum. Oh, hier sieht's auch gut aus. Da müsste Daniel hier bitte den Kühlschrank einmal reparieren. Und sie kann ja dann hier einmal kurz in der Zeit die Küche aufräumen. Wie geht's den Kids? Also, Angela schaukelt. Süß. Die zwei sind am Schaukeln. Na, das ist doch auch schnuggelig. Dann könnt ihr mal vielleicht irgendwie noch miteinander... Stopp. Wackeln nicht so viel. Wackeln Sie bitte nicht so viel. Mal gucken, ob du hier noch irgendwie was Schönes, so Weihnachtliches machen kannst. Vielleicht kriegen wir das. Teil nochmal deine Aufregung. War es super tolles, super toll. Super tolles Weihnachtsfest, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, ob es hier noch was anderes Schönes gibt. Singen. Supi. So, die Jungs liegen schon im Bett, aber denen geht es ja echt ziemlich gut. Gut, Geschenke öffnen, das klappt irgendwie, habe ich das Gefühl, das klappt halt gar nicht mehr. Ich weiß nicht so richtig warum, aber irgendwie, I don't know. Ich weiß nicht genau, was damit los ist, aber irgendwas klappt da halt nicht so. Flower Bunny steht da rum, die könnte ja hier in der Küche auch noch ein bisschen helfen. Und das hier, wer hat eigentlich schon wieder so viele weiße Torten gebacken? Alter Schwede. Alter Schwede, wer hat so viele Torten gebacken? Und die zwei sind hier vergnügt, schön gemütlich, und stehen hier rum. Guck mal, geh mal zu Veronica. Sprich mal... Nee, beschweren? Nein, wir sagen irgendwas Schönes. Wir sagen irgendwas Nettes. Tag verschönern. So. Und was können wir hier bei dir noch Schönes machen? Guck mal, dem Sohn müssen wir vielleicht auch noch Bewunderung ausdrücken. Kannst du mal sagen, ey, ihr macht das total toll. Wir könnten tatsächlich auch im Stream auch mal so eine Folge oder mal bei Dasher und Veronica rein. Gib ihm mal einen Familienrat. Schön... Supi, guck mal, er ist auch schon hierher gekommen. Auch mal einen Familienrat geben. Und mal mit ihr über Getränkezubereitung reden, ist ja vollkommen egal. Über Obstkuchen schwärmen. Also, dass wir mit den großen und erwachsenen Kids hier auch noch so ein bisschen ziemlich gut. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Nicht entsprochen bei Iva. Also, bei ihr war es grauenhaft. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe es wirklich versucht für alle. Aber hey, wir haben schon echt richtig, es war erfolgreich, Leute. Es war wirklich sehr erfolgreich. Also, im Stream können wir ja auf jeden Fall, also was wir auf jeden Fall versuchen werden, wenn diese Folge hier schon online kommt, dann ist das schon passiert. Ich werde auf jeden Fall versuchen, im Stream Iva zu fixen mit euch gemeinsam.
Wir haben da ja eine Idee, oder das hatte mal eine von euch geäußert, hey, vielleicht kannst du sie in die Galerie hochladen und dann wieder runterladen und nochmal neu hinzufügen. Das werden wir im Stream probieren. Weil das so Dinge sind, im Stream habe ich dann dafür die Zeit, weil ich die halt unter der Woche sonst nicht finde, die Zeit. Und da passt das halt gut rein. Das sind so Dinge, da lohnen ehrlich gesagt keine Videos zu. Aber was wir tatsächlich mal machen könnten, ist, dass wir im Stream auch mal bei Dasha und Veronica vorbeischauen und deren Beziehung sozusagen ein bisschen vorantreiben. Das heißt, keine Ahnung, dass wir die sich verloben lassen, dass wir dann vielleicht auch eine Hochzeit feiern, ne? Dass wir dann im Prinzip vom Stream aus sozusagen auf der anderen Seite halt spielen. Also das sind so die Ideen, die ich für die Streams habe, halt diese ganzen Nebenstories halt zu spielen. Weil das Haupt-Let's Play konzentriert sich ja hier jetzt gerade noch ein bisschen auf Noelia und Eva und danach dann ja natürlich auf Angela. Aber da sind ja immer noch die ganzen anderen Geschwister, die ja auch sozusagen ihr Leben weiterleben. Und das passt dann ganz gut, finde ich persönlich, in den Stream. Ihr dürft auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Das habe ich von einer bisher gelesen. Die sagte, hey, du kannst die Streams auch einfach wirklich komplett ungeschnitten einfach so auf YouTube hochladen. Ich bin da nicht so ein richtiger Fan von. Also ich sage euch direkt, ich habe keine Zeit, die Streams zu schneiden. Wenn halt mal so eine Umbaumaßnahme ist, dann werde ich mal so ein Speedbild machen. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Das wird ja dann beschleunigt und geht dann auch relativ zügig von der Verarbeitung her so. Aber jetzt alle Streams wirklich noch zu cutten, würde ich echt nicht hinbekommen, zeitlich. Das ist einfach absolut nicht drin. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das ungecuttet tatsächlich jemand angucken möchte. Also ihr dürft es super gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sagt, hey, doch, lad es hoch, dann mache ich das gerne. Ich gucke dann mal, wie viele Leute sich das tatsächlich anschauen. Wir können es gerne antesten, aber ich sag euch auch, wenn das dann halt irgendwie nur so 50 Leute oder so gucken, dann tut's mir leid, aber dann werde ich halt auch mir ehrlicherweise nicht die Mühe machen, das hochzuladen. Da muss ja ein Thumbnail drauf und es muss eingestellt werden, ne? Und so weiter und so fort. Also das ist ja trotzdem immer noch mit einem minimalen Aufwand verbunden. Also ja, ihr könnt mir das super gerne einfach mal schreiben, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich das vielleicht testweise tatsächlich mal machen. Aber wird es auch davon abhängig machen, wie viele Leute gucken das, lohnt sich das überhaupt? Ich denke und hoffe, das könnt ihr verstehen, weil ja, das muss halt auch alles trotzdem irgendwie immer noch im Rahmen bleiben. Ich habe halt echt eine pickepacke volle Woche und ja, von daher muss ich da einfach so ein bisschen schauen. Liebe Leute, das Ziel für diese Folge war ein erfolgreiches Winterfest. Wir haben jetzt irgendwie schon fast wieder die komplette Nacht durchgemacht. Es ist also schon der nächste Morgen und ich werde den Part jetzt an der Stelle beenden. Ich bin super glücklich, dass wir ein sehr, sehr, sehr schönes und gemütliches Winterfest hatten. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann freitags jetzt immer im Stream vorbeischaut. Ich werde mal gucken und schauen, ob es mir auch möglich ist, einen zweiten Streamtag in der Woche einzurichten. Da muss ich mal schauen, wie sich das fügt. Ich hätte total Bock drauf, aber ich muss erstmal so richtig den Flow irgendwie kriegen, ne? Wisst ihr Bescheid? So, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben und schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare zum Thema nächste Generation und zum Thema ungeschnittene Streams hochladen. Bis dann!